Fantastic. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen bei einer neuen Runde Clash Royale. Heute mal wieder unter dem Motto Truhen öffnen und beziehungsweise neue Truhen, neue Karten, Fragezeichen. Wir haben ja noch die ein oder andere Karte zu finden jetzt wieder nach dem Update. Uns fehlt natürlich immer noch der Eismagier, die drei neuen Legendären und der Ofen und die Guards. Die Guards könnte ich theoretisch im Shop kaufen, mache ich aber nicht, weil 2000 für eine epische Karte finde ich sehr, sehr teuer. Da warte ich lieber darauf, dass ich die bekomme. Ich weiß eh nicht, ob ich sie dann direkt benutzen würde, deswegen macht es für mich jetzt keinen Sinn, die zu kaufen, aber vielleicht bekommen wir sie ja auch einfach. Wir gehen mal die Truhen wieder durch. Ich musste leider die Silbertruhen zulassen, weil sonst hätte ich es mit der Zeit für die Aufnahme nicht geschafft. Ich habe nämlich zwischendurch aus Versehen eine Goldtruhe geöffnet. Leider nach dem Kämpfen habe ich irgendwie zu fest so rumgedrückt und dann war die Truhe leider schon offen, die ich eigentlich auch in der Aufnahme öffnen wollte. Und deswegen haben wir jetzt nur zwei Gratistruhen, eine Kronentruhe. Mal gucken, was da drin ist. 467. Ach ja, die haben sich ja verdoppelt, ne? Vielleicht bringt die mir ja schon richtig was. Der Ofen. Ja, guck, da ist der Ofen schon mal. 19 Feuergeister, da haben wir schon das Update, die habe ich nämlich irgendwie gestern schon in der Free-Chest gehabt. 33 Geritter ist auch sehr gut, die fordere ich nämlich eh die ganze Zeit an. Musketiere in Ordnung. Und dann wollen wir mal gucken, jetzt haben wir noch eine Goldtruhe. 164 Gold, nochmal ein Feuergeist, 6 Kobolde, 19 Tesla, dreimal der Ofen, alles klar, können wir den schon mal upgraden. Und das war's. Jetzt können wir schon mal die nächste Truhe öffnen. Und jetzt bleibt uns noch die Riesentruhe. 1369 Gold. Das ist natürlich schon mal nice. 87 Pfeile. 100 Feuergeister, jawohl. Können wir auf jeden Fall gleich nochmal ein Update starten. 21 Grabsteine, okay, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, und das war's schon. Alles klar, immerhin die Feuergeister bekommen, die ich momentan auch in meinem Deck habe. Deswegen bin ich mal wieder ein bisschen tiefer mit Pokalen. Ich habe mir ein Feuergeister-Deck schon gebaut und die sind natürlich noch sehr schwach. Deswegen habe ich die letzten Spiele allesamt oder so ziemlich allesamt verloren. Aber jetzt haben wir die Kollegen schon mal auf Level 6 und wir können sofort auf Level 7 gehen damit. So, das heißt, jetzt haben wir die schon mal zumindest auf Level 7. Das ist ja generell schon mal ein Fortschritt. Da die aber, glaube ich, momentan eh relativ rumgespammt werden, werden wir die auch demnächst noch höher bekommen. Deswegen spare ich mir das Geld oben mal auf, das Gold, was wir jetzt haben. Und upgrade mal nicht den ganzen Scheiß hier. Hier seht ihr übrigens schon eine Sache, die ich in der nächsten Folge testen werde, bei der ihr euch diese beiden Decks mal anguckt. Aber keine Bange da, ich werde damit niemandem wirklich auf den Sack gehen. Ich habe mir da schon was für überlegt. Seht ihr aber morgen, denke ich. Das werden wir morgen machen. Und jetzt wollen wir nochmal uns die Feuergeister natürlich auch in Action angucken. Das ist natürlich eine Sache, die wir uns jetzt quasi bei mir jetzt eine Premiere, also zumindest in der Folge, ein bisschen gespielt habe ich damit schon. Wie gesagt, noch nicht so erfolgreich, da ich sie noch sehr low hatte vom Level her. Aber vielleicht können sie mittlerweile ein bisschen mehr. Ich garantiere natürlich jetzt für nix. Die passt, ich weiß auch noch nicht so genau, ob sie überhaupt so in das Deck reinpassen. Aber wie gesagt, ich wollte es natürlich gerne mal ausprobieren, dadurch, dass es jetzt neu war. Muss ich es natürlich mal testen. Jetzt nehmen wir die natürlich direkt gleich erstmal zur Verteidigung gegen die Barbaren. Wobei wir da auch eigentlich die Lakaienhorde nehmen könnten. Aber wir machen das mal, ja, wir machen das mal so und so. Mal gucken, was die Bonbon, haben die schon mal ein bisschen den Magier angeritzt. Das ist ja gar nicht verkehrt. So, ach, die Prinzessin hat ja jetzt gar nicht links hingesetzt eben. Die wollte ich eigentlich links noch mit hinsetzen. Aber dann können wir das jetzt machen. Und zwar werden wir jetzt den Schweinereiter... Jetzt den Schweinereiter setzen und die Prinzessin. Gut, er kommt mit dem Riesen, das ist in Ordnung. Da, ja, das war schön. Da hat erstmal genau die Prinzessin die Lakaienhorde erwischt. Das war zwar doof für unseren Schweinereiter, dass die Lakaienhorde da war, aber generell war das sehr schön, dass die jetzt schon halb kaputt ist, bevor sie hinten ankommt und uns absolut keinen Schaden mehr machen konnte. Oder kaum noch Schaden machen konnte. Das ist definitiv eine gute Sache. Ich hoffe, er, ja, okay, so. Das war jetzt ein Fehler von ihm. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er setzt da jetzt keinen Magier hinter. Okay, jetzt kommt da Pfeile. Das ist natürlich nicht so schön. Dann leben die doch noch ganz ordentlich. Kacke, das ist jetzt doch nicht so gut gelaufen für uns. Da müssen wir den Feuerball schnell reinhauen, weil die Barbaren seit dem Update, die halten noch mehr aus als vorher. Habe ich echt das Gefühl, ich stand nicht drin, aber ich habe das auch Gefühl, ich habe, glaube ich, seit dem Update noch nicht ein Spiel gewonnen, ehrlich gesagt. Oder vielleicht mal eins oder zwei. Und ein paar Unentschieden. Aber das 99% der Spiele habe ich seit dem Update verloren.
Irgendwo war noch eine Balance-Sache, die ich noch nicht durchblickt habe. Und die mir ziemlich zu schaffen macht. Ich weiß noch nicht, was es war, aber irgendwas war es. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das in den Griff bekomme. Wieso ist denn jetzt da schon das Ding kaputt gegangen? Und wovon? Ach, Schweinereiter. Nein! Der fliegt auch noch aus dem Feuerball raus. Fuck. Ja, Mist, 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 Mist. Aber immerhin. Naja, noch sieht es ungefähr gleich aus. Noch sind wir ungefähr gleich auf. Ja, jetzt kommt der da mit dem Riesen. Wieso habe ich jetzt keinen Feuerball? So. Das lief doch jetzt schon besser. Jetzt können wir da noch die Barbaren setzen. Oh shit, hat einer von den Lakaien-Säcken hat doch direkt mal meine Prinzessin tot gemacht. Tot gemacht, ja, das hört sich auch mal so geil an, diese Aussage. Ist egal, muss jetzt mal sein. So. 1956 zu 2275. Ich bin noch vorne. Noch habe ich nicht verloren, meine Freunde. Ach, der geht mir auch im Zeiger mit seinem Riesen da ewig. Aber das ist eigentlich eine gute Sache für uns, ja? Der Riesen, ich komme halt nicht durch. Noch wäre es okay für Magier. Das ist magiermäßig jetzt noch in Ordnung. So. Natürlich mal alles reindreschen, was wir hier noch irgendwie gerade haben. Komm, da kein Horde. Mach doch hin jetzt. Jetzt, ich wollte gerade. Es war mir klar, dass jetzt wieder der Riese kommt von hinten. Aber jetzt kann man vielleicht unsere Prinzessin ein bisschen was reißen. Aber das wird eh ein 1-1. Was soll da jetzt noch groß passieren? Da wird nichts mehr passieren. Die 2000 schafft er auch nicht mehr in 6 Sekunden. Steht es zumindest unentschieden. Wie gesagt, das Spiel ist noch nicht, oder mein Spiel ist noch nicht auf diese Feuerteufelchen ausgelegt, aber immerhin mal keine Niederlage. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel gewonnen mit denen. Ich muss mir da noch was überlegen. Ich habe sie für den Ritter reingetan. Ich weiß nicht, ob das so clever war. Ach nee, ich habe die für die Lakaien reingetan. Ich habe die Minion-Horde ja für den Ritter drin. Ich weiß nicht, ob ich da mal wieder ein bisschen umändern muss und mal wieder den Ritter reinnehmen muss. Ja. Schwierige Frage, aber ich probiere es erstmal nochmal. Weil an sich funktioniert das eigentlich ganz gut. Es ist ja auch meistens knapp gewesen. Aber ich komme halt noch nicht so richtig zum Gewinnen. Was natürlich doof ist. So. Nehmen wir mal jetzt so. Vielleicht hätte ich auch die Barbaren nehmen sollen, aber die spare ich mir mal auf für die Welle mit Sperrkobolden. Ja, gucken, jetzt kriegt erstmal der Bomber da einen drüber. Da hat er auch jetzt die Feuergeister gehabt. Aber oh, der Bomber ist ja relativ kaputt schon. Er dürfte nicht mehr viel reißen. Und jetzt kommt da links ein Magier. So, machen wir das mal so. Der Magier muss immer weg, bevor ich da irgendwas machen kann bei den Riesen. Das ist sonst immer kacke. Da nehmen wir jetzt mal die Feuergeister. Das dürfte doch gut klappen gegen die Skelettarmee. Batz, batz, batz. Ja, ist der ganze Haufen kaputt, so gut wie. Kann man sich doch schon mal ganz gut angucken. Rechts nochmal die Prinzessin gesetzt. Dann müsste der Turm noch down sein jetzt. Das müsste sie doch schaffen. Ja, natürlich nicht ganz, aber mal gucken. Er hat Level 5 Feuergeister. Die kommen dann auch noch nicht durch. Von daher in Ordnung. So. Mal gucken, was jetzt die Lakaien anrichten können. Hat er dann zufällig schon. Nee, hat noch keine Pfeile gesetzt. Ja, wie machen wir es jetzt? Jetzt kommt wieder ein Riese. Dann müssen wir erst nochmal so. Der Magier macht mir sonst die ganzen Barbaren kaputt, wenn ich die jetzt schon vorher gesetzt hätte. Das bringt dann nichts. Deswegen müssen wir erst, bevor wir den Riesen mit den Barbaren angreifen, irgendwie den Magier ausschalten. Oh nein, jetzt sind die davor geflutscht. Die sollten eigentlich hinter die Barbaren. Aber egal, da kommt eh der Feuerball von ihm, aber wir können die Prinzessin mal nutzen. Ich muss nur darauf achten, dass ich die Zeit nicht verpasse, um rechts den Turm zeitnah kaputt zu machen. Kommt der mir da wieder mit dem scheiß Bomber um die Ecke? Ja gut, das dürfte jetzt nicht viel. Zack, 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 die sind tot. Ah doch, die sind sogar noch reingehüpft.
muss auf jeden Fall auf die Zeit achten, dass ich rechts nicht den Zeitpunkt verpasse, um den Turm kaputt zu machen, wie gesagt. Ja, die Skelette, die dürften jetzt auch nicht so viel machen. So, komm. Machen wir jetzt die Prinzessin mal dahin, dann ist der Turm auf jeden Fall down rechts. So. Jetzt müsste es doch reichen. Na komm, Schweinemeiter. Hau drauf, hau drauf. Jawohl, schön. 2-0, das muss doch jetzt reichen für uns. Das müsste doch eigentlich reichen. 17 Sekunden noch. Selbst wenn er noch einen Turm kriegt. Wir hauen jetzt einfach alles mal rein hier in die Menge. Zweite Prinzessin da mal an den Start, aber das reicht auch nicht in 8 Sekunden, um den Turm kaputt zu machen. Komm, schießen wir uns mal hier ein Eigentor. So, 2-0 gewonnen. Zum Abschluss, das war doch nochmal schön. Und noch eine Goldtruhe bekommen. Alles klar. Perfekt. 48, alles klar. Gut. Das heißt, wir sind erstmal durch für diese Folge. Vielleicht klappt es ja doch noch mit meinen Feuergeistern. Ich bin gespannt, wie sich die in Zukunft noch so in mein Deck integrieren lassen. Und damit würde ich sagen, sind wir erstmal durch. Wie gesagt, hier mal ein kleiner Ausblick auf die Folge, die morgen kommt. Da könnt ihr euch schon mal überlegen, was ich wohl damit vorhabe. Nein, ich werde nicht gegen normale Gegner spielen, das kann ich euch schon mal versprechen. Ich will damit niemandem auf den Sack gehen, da ich mich ja zu sehr selbst drüber aufregen würde. Aber das seht ihr alles morgen. Die Guards kaufe ich, wie gesagt, erstmal nicht. Und damit würde ich sagen, sind wir erstmal durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Verbesserungen habt für das Deck, immer her damit. Und falls ihr Fragen habt, wie ihr die Prinzessin in den Deck ersetzen könnt, ich würde es mit den Bogis probieren. Ansonsten bis dahin, macht's gut und tschüss.